Hallo, herzlich willkommen in meiner Tortenwelt. Ich habe heute kein Rezeptvideo für euch, sondern möchte etwas ansprechen, was für uns alle sehr wichtig und vor allem im Moment sehr aktuell ist. Ihr kennt mich ja alle als Sally, ich bin verheiratet, habe eine Tochter und bin Grundschullehrerin. Ich habe Eltern, die aus der Türkei gekommen sind, als Gastarbeiter damals vor 40 Jahren und die hier dann hart gearbeitet haben. Ich habe vier Geschwister und bei meinen Eltern war es dann so, dass sie irgendwann sich eine Wohnung gekauft haben in einem Mehrfamilienhaus in Waghäusel. Und damals war es so, dass wir praktisch die ersten ausländischen Bewohner dort waren und wir durften da ganz lange Zeit nicht einziehen, weil sich die Bewohner damals gegen uns praktisch gestellt haben und Unterschriften gesammelt haben, dass wir da nicht einziehen dürfen. Und man darf den Leuten keinen Vorwurf machen, weil es war ja so, dass es dann neu für die Leute war. Sie kannten uns Türken damals nicht und hatten einfach wahrscheinlich Angst. Das ist jetzt mittlerweile 23 Jahre her und es war auch damals so, dass wir dann wirklich parallel in einer anderen Wohnung haben wohnen müssen und die Wohnung trotzdem gekauft war, aber wir durften einfach nicht einziehen. Irgendwann war es dann so, dass wir sogar vor Gericht kamen und dann durften wir irgendwann einziehen. Die Leute haben uns dann kennengelernt, sie haben uns auch lieben gelernt. Und heute war es sogar so, dass ich jetzt die Lehrerin von den Kindern der Kinder bin und die in der Schule unterrichtet habe. Ich habe ihnen Deutschunterricht gegeben und Englischunterricht. Meine Schwester zum Beispiel ist Altenpflegerin und hat die Menschen dort dann gepflegt. Mein Bruder ist Elektromeister und hat gerade vor kurzem, das war jetzt 2, 3 Wochen her, hat er im ganzen Haus die Brandschutzanlagen installiert und eingerichtet. Und wieso erzähle ich euch das? Ich erzähle euch das, weil einfach da viele Vorurteile geherrscht haben, die aber später dann irgendwie einfach weg waren, weil die Menschen uns kennengelernt haben. Und mittlerweile ist es so, dass das ganze Wohngebäude dann wie eine große Familie war. Man kannte sich, man liebte sich und es war einfach eine schöne Nachbarschaft. Und ich möchte heute einfach ein Thema ansprechen und habe heute einen Gast bei mir hier und möchte einfach, dass wir ein bisschen an dem Schicksal teilhaben und uns das mal kurz anhören. Ich bin 25 Jahre alt und mit meiner Tochter auf der Flucht. Und da, wo ich herkomme, war ich Grundschullehrerin. Ich habe mein Heimatland verlassen, ich musste es verlassen. Ich wurde verfolgt aufgrund meiner religiösen und politischen Einstellung. Ich hatte noch einen 7 Jahre alten Sohn. Doch der wurde leider bei einem Bombenanschlag auf die Schule getötet. Mein Mann wollte ihn retten. Ihn haben sie ihn erschossen. Auf der Flucht hierher. Wurde ich von den Soldaten 5-mal vor den Augen meiner Tochter misshandelt und vergewaltigt. Jetzt bin ich hier. Wir haben eine lange Reise hinter uns. Ich habe keine Kraft mehr. Wir haben nichts zu essen mehr. Und wir wollen einfach nur noch Hilfe. Bitte helft uns.